Aber Digga, wer geht denn mit seinem Minigolfschläger zur Tanzfläche? Jetzt mal ernsthaft. Was ist, wenn wir die jetzt auch rauslassen würden? Oha, dann viel besser. Scheiß auf die. Festival-Rating ist wichtig, Alter. Das passt jetzt nämlich schön zusammen. So. Tickets. Early Birds haben wir einen Estimate von 18 bis 34. Das heißt, ich würde sagen, wir verkaufen 20. $300 per Ticket, Alter. What? $199. Und dann können wir ein Tagesticket noch machen. Oder? Weiß nicht, Alter. Oh, war ich auch nicht, oder? Regular 80. Ja, da würden vielleicht ein paar noch kommen, aber wahrscheinlich sind wir ja eh voll. Genau, weil wir so viel Marketing haben, dies, das. Komm, wir starten. Early Bird Tickets verkauft. Confirm. Okay. So, was ist hier oben? Band Requirements. Exclude Genre Techno. Oh. Das ist schlecht. Der hier ist Techno, ne? Das ist halt unser erfolgreichster. Ja, dann noch eine Stage kriegen wir hier nicht hin. Das Ding ist abgefahren. Kann ihn also nur canceln. Sorry. So, dann muss ich nochmal in den Line-Up gucken. Da ist das Rating natürlich ziemlich abgekackt jetzt. Aber was sollen wir tun, ne? Gut, ich würde sagen, Funky Dunky 25, let's get it started, oder? Wir haben alles, oder? Lass uns mal checken, wir haben dekoriert, auch diesmal sehr gut. Waste-Maste-mäßig ist halt, also Environment-mäßig. Ja, keine Ahnung, müssen wir gucken. Weiß ich auch nicht, wie wir den hochkriegen, den Wert. Trash ist gut, Scenery ist gut, Lautstärke ist natürlich bisschen lauter, klar. Aber ist soweit okay. Haben wir Zero Buildings? Nein. Haben wir Sponsor Satisfiers? Auf jeden Fall. Band Need Satisfiers? Ja. Inaccessible Buildings? Haben wir keine. Free Backstage ARVs? Haben wir keine. Locked Sachen? Haben wir keine. Used by Bands? Vips only haben wir nicht, weil wir haben nichts. Decoration haben wir am Stissel. Billboards haben wir. Sewage haben wir nicht. Security haben wir. Medical haben wir. Warehouse haben wir nicht. Mechanic haben wir nicht. Waste Management haben wir. Ein Management Tent haben wir nicht. Ja, alles andere haben wir eigentlich. Also außer Bungalows. Ja gut, das heißt, eigentlich sind wir good to go, ne? Kann ich den Cinematic-Modus irgendwie ausschalten? Ja, so. Dann würde ich sagen, auf geht's jetzt wirklich. Wir haben alles. Das heißt, wir gehen rein. Zweites Festival. Auf geht's, komm. Juhu!
Also es geht schon anderthalb Stunden hier. Zeit verrennt hier ja förmlich. Erstmal was trinken jetzt. So. 80 Visitors können kommen. 80 Tickets haben wir verkauft. So, das heißt, hoffentlich geht's hier dann gut los gleich. Die können jetzt hier ihre Zelte aufstellen. Haben wir jetzt nur mit dem, haben wir jetzt mit dem ganzen Tickets schon so viel Cash gemacht gerade. Das ist natürlich geil. So, das ist ja nur der Arrival Day, ne? Das geht ja gerade mal los. Gut, wir müssen natürlich erstmal gucken, dass wir hier mal dann von den Medics jemanden wegschicken. So, sending 4 workers. So, dann hier. Sending 1 worker. So, wir verschieben jetzt halt die ganzen, nee, die ganzen Workers. Sending 1 worker. Und dann haben wir noch einen hier, einen einzelnen alleine nochmal. Den schicken wir hier in die Mitte, dass sie mal schön aufräumen jetzt hat. So, den Medical Squad, den haben wir gerade mal erstmal hier in die Mitte geschickt. Den werde ich gleich dann auch noch wieder verteilen, aber erstmal, dass er mal da ist. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar noch mehr Security nehmen würde. Andererseits haben die auch schon einen saugroßen Radius, den die angeblich jetzt covern, ne? So, das heißt, das müsste eigentlich soweit passen. So, wir machen hier ein bisschen Geld auch weiter. Sehr schön. Festival Profit on Hand. Ich verstehe nicht, was das on Hand immer heißt, aber Profit auf jeden Fall bei 46.000 gerade. Bei Ausgaben von 37.000. Die Sponsoren haben da auf jeden Fall auch richtig was dazu beigetragen. Die Total Satisfaction ist bei 0,4, was gut ist. Band Members 0,0. Regular Visitors 0,9, was sehr gut ist. Also es sieht so aus, als wären erstmal alle happy. Auf jeden Fall mal am ersten Tag, wo auch noch gar kein Programm ist. Okay, ein Green Room hat Überschneidung. Das heißt, wir haben legit einen zu wenig. Das ist ja vielleicht... Jetzt können wir nichts mehr bauen, ne? Nee, jetzt können wir nur noch... Good, funny, don't be diese Festseason. Okay, das ist cool, dass hier so Tweets gibt mäßig. Aber gut, so, das heißt, wir warten jetzt einfach nur auf den nächsten Tag eigentlich, ne? Machen wir mal. Guck mal, da geht schon ordentlich Cash rein in die Tasche. Nur am Arrival Day. Komm. Nächster Tag jetzt gleich. Das finde ich einen richtig guten Festivalaufbau. Ich wünschte, man könnte den dann auch speichern. Weil dann könnte man den quasi immer wieder so aufbauen und nochmal ein Festival in genau dieselbe Art machen. Aber gut, das geht halt leider nicht. Müllmäßig liegt jetzt, glaube ich, nicht so wirklich irgendwo was rum. Ja, hier so ein bisschen am Eingang. Das können wir mal gerade so ein bisschen auf dem Campingplatz hier. Aber ansonsten ist es... Oh, hier oben haben wir einen riesen Blindspot. Wir können hier mal jetzt wieder langsamer machen. Gut. Aber ich meine, man kann ja selber ein bisschen fegen zwischendurch. Das ist ja in Ordnung. So, die sind wütend, weil... Man weiß es nicht.
Hat der Operating Costs, Income oder hat auch schon Profit? Das sieht man dann hier auch. Okay, Quality, Scenery, okay, Stock hat er noch. Condition, alles gut. Merch Shop. Okay, cool. Operating Costs, Placement Costs. Aha, aha. So. Band arrived. Na, dann gehen wir doch mal hingucken. Sagen dir mal hallo. Welcome. Welcome to Funny Donkey 2025, my dear. Kann man das irgendwie noch umstylen eigentlich? Nee. Weil das ist schon ein bisschen hässlich, ne? Aber gut. Water Provider is broken. Das wollen wir natürlich nicht. Wird repariert. Aktueller Profit vom Festival fast 50.000. Nicht schlecht. Ah, und on hand heißt, ich habe 67.000. Das ergibt Sinn. Aber ich habe 50.000 durchs Festival schon gemacht. Durch die Tickets. Und alles, was die hier halt vor Ort so machen. Die Lieben. Wir können mal ein bisschen hier auf zweifach gerade. Hier mal ein bisschen was läuft, ne? Total Number of Day Visitors hatten wir keine. 80 im Vorverkauf. Ja. VIP können wir dann beim nächsten Mal machen. So, Welcome Band. Erstmal mit dem Festival hier Kohle machen. Ist ja auch wichtig, ne? Also. Ah, man kann den Radius auch ändern. Aber ich lasse das mal alles so im Standard. Hallo? Ja. Welcome Band. So, der Souvenirshop ist kaputt. Das geht natürlich nicht. Genauso wie der ATM kaputt ist. Das wollen wir auch nicht, weil dann können die kein Geld mehr holen. So, A-Work, wieder unseren Star hier, unseren Techno-Star. Schade, dass man die Musik jetzt nicht hört. Hä, wo ist denn die Musik jetzt wieder hin? So. Ja, oh. Mhm, 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 mhm. Geil, 50.000 Profit. Satisfaction ist gut. Regular Visitors 1 von 1. Bandmembers 0,5, 0,6. Also, wir sind richtig gut am Performen hier gerade mit dem Funky Donkey 2025. Also, ich denke, das nächste Festival können wir eventuell ein bisschen an einer anderen Location vielleicht auch machen. Wobei, jetzt wissen wir ja, wie es hier richtig gut funktioniert, wie man es hier aufbauen kann, ne? Das ist jetzt halt so ja das Ding. Photobooth ist broken. Ja, das wollen wir auch nicht. Die soll natürlich auch repariert sein immer. Sieht schon cool aus hier. Funky Dunky. Wäre halt auch cool, dann so ein Dreitagesfestival zu machen. Da wird es halt nochmal schwieriger, wann du was machst, ne? Ah ja, wir laufen schon hin, die Medics, oder? Noch gefühlt wieder die gleichen. Out of stock. Oh nein. Ja, und sowas kann man halt dann noch optimieren auf einer größeren Karte, indem man ja noch ein Lagerhaus hat und so. Dann muss man sich darum nicht mehr kümmern. Weil jetzt hier geht's noch mit einer Bühne, einem Foodshop und so. Da geht das noch voll easy, ne? Aber es wird natürlich auch komplizierter mit der Zeit. Aber erstmal schon mal gut, wie viel Kohle wir schon mal gemacht haben. Dann haben wir jetzt gleich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Puffer, das alles ein bisschen anders zu machen. Das einzige Problem ist halt, der Backstage hat keinen Platz mehr, um da noch mehr irgendwie hinzubauen, ne? Das ist gerade so das Problem, so ein bisschen.
Eigentlich hier schon wieder. Nice. So, aber Digga, wer geht denn mit seinem Minigolfschläger zur Tanzfläche? Jetzt mal ernsthaft. Security. Hallo? Hallo? Kann da mal einer bitte hingehen? So, Water Provider has clogged pipes and cannot operate. Food is broken and cannot operate. Jetzt, wenn man halt mehr Besucher hat, dann ist halt auch mehr los, ne? Ich bring mal einen Medic hier nochmal hin. Jetzt sind die Medics hier und helfen dem nicht. Ich check's grad nicht. Der ganze Squad ist hier. Aber hier passiert nichts. Ja, ich kann da nichts machen. Die bleibt jetzt halt da liegen. Das ist Pech. Jetzt tot oder? Man weiß es nicht. Warum haben die jetzt alle ihre Koffer dabei? Oder sind das Souvenirtaschen? Ja, keine Ahnung, ich kann halt nichts dran ändern. Die Frau liegt da. So, hier geht's los. Warum sehen hier eigentlich alle Techno-DJs dann gleich aus mit einer Hasenmaske? Funky, Alter. Aber geil ist halt, dass man das dann, dass man theoretisch seine eigene Musik holen kann, ne? Das muss ich mir wirklich mal. Hätte ich mir vorher mal angucken sollen. Das wäre cool gewesen irgendwie. Ja, was ist denn jetzt hier? Also man, keine Ahnung. Ist das Müll? Nee. Wahrscheinlich irgendeine Fundsache oder so. Doch, Müll. Guck mal, aber die Medics, die sind doch angeblich hier. Regular Visitor. Tja. Ich check es nicht. Aha. Haben sie es jetzt vielleicht? Wie kann denn die Relax Area kaputt sein immer? Die sitzen vor allem noch drauf. Aber gut. So, es ist jetzt schon vorbei, das Festival wieder. Wir haben 52.000 Profit. Das ist schon nice. Die Verletzte liegt immer noch hier. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß es halt wirklich nicht. So, hier war ein bisschen was kaputt. Weil ich kann halt nichts machen. Da steht Executing. Ich glaube, es ist einfach verbuggt. Kann ich die auffegen? Nein. Ein bisschen ehrenlos. Ja, ne? Läuft auch gut. Ja gut, bis zur Departure können die da jetzt auch noch ein bisschen, kann ja noch ein bisschen schneller gehen jetzt. So. Satisfaction und so war aber wie so alles gut, ne? Total Satisfaction 0,9, Band Members 0,7, Regular Visitors 1. Kann man sich, glaube ich, sehen lassen. Very dirty. Was für very dirty, Alter. Stimmt doch gar nicht. Wir haben Alkoholplatz immer, aber sonst. Sonst überhaupt nicht. Doch relativ sauber, hat auch gut geklappt jetzt hier. Mit den Putzleuten.
Ja, aber wie gesagt, eigentlich größer geht's nicht mehr. Ich habe jetzt die Fläche komplett ausgenutzt eigentlich, ne? Man hätte hier jetzt vielleicht noch ein bisschen enger bauen können, wenn man das gewollt hätte. Oder kann halt die Bühnen so ein bisschen anders positionieren. Eine Bühne oben, eine unten und vielleicht das Stonehenge als Backstage, aber da passt halt nichts rein. Ich meine, das würde ich vielleicht nochmal ausprobieren, aber das Problem ist, du brauchst ja auch viel für Camping an Platz. Sonst macht das ja auch keinen Sinn, das Ganze. Ne? Deswegen mal gucken. Aber das nächste Festival ist, glaube ich, relativ teuer, wenn man eine größere Fläche haben will. Ne? Wir schauen gleich einfach mal. Close to end now. Ja, Executing steht da auch wieder. Und dann steht da bestimmt auch gleich wieder nichts mehr. Haben wir das jetzt eigentlich kapiert, dass hier noch jemand liegt? Nö.